Hallo meine lieben Krebse, herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Das ist die Legung mit der Zeitfrequenz Mitte bis Ende August 2023. Ja, meine Lieben, heute ist ein wundervoller Tag. Wir haben Portaltag heute. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr nutzt diese wundervollen Energien. Das Portal der Liebe, das Portal, um die Liebe zu aktivieren. Wie gesagt, wer gerne noch Unterstützung haben möchte, ich habe noch den einen oder anderen Spättermin. Also für alle kurz Entschlossenen, die im Bereich der Liebe Singles oder auch in der Partnerschaft in der Liebe was aktivieren möchten, dürfen sehr, sehr gerne sich bei mir melden, meine Lieben. Hui! So, wir starten. Denkt bitte mal daran, ich werde zwei Reihen legen, ja, also das ist eine Kollektivlegung, das ist das erste, was ihr wissen müsst. Die erste Reihe ist die dritte Woche, die zweite Reihe ist die vierte Woche und wir starten mit der ersten Woche und da habe ich zwei Karten für euch. Hier geht es einmal um das sich ausruhen, hier geht es um die körperliche Wellness, hier geht es darum, dass du dich um deinen Körper kümmerst. Auch heute wunderschön als Information für die dritte Woche das Thema Meditation. Ja, wir haben den August als den stärksten Monat überhaupt. Das heißt, wir haben noch einige Portaltage. Ihr merkt schon, die Sonne kommt, wenn ich von den Portaltagen rede. Wunderschöne Message von draußen. Wir haben noch einen Neumond und wir haben auch noch einen Supermond am Ende des Monats für alle Termine, also Vollmond, Neumond und auch Portaltage habe ich für euch Rituale und verschiedene Angebote. Wer darüber gerne mehr wissen möchte, der kann sich sehr, sehr gerne bei mir melden. Ich habe auch auf meiner Homepage unter www.engelgeflüster.de unter Aktuelles habe ich auch alles weitere drinstehen. Und ich habe auch für den Super Vollmond am 31.08. für euch ein ganz tolles Angebot mit zusätzlich Energieübertragung, ein wirklich, ich weiß, ich bin wahnsinnig, aber es ist eine super, super tolle Chance, die ich euch da einräume und zur Verfügung stelle. Und wie gesagt, wer da Interesse hat an Energien, an Heilarbeiten, Aktivierung der körpereigenen Heilungskräfte für bestimmte Themen und die Mondenergie, kann sich natürlich auch gerne jetzt schon melden. Die Termine sind begrenzt und dadurch auch relativ schnell weg, genauso wie für den Neumond und die anderen Portaltage. Hier geht es bei dir definitiv, lieber Krebs, darum, dass du wirklich bitte auf deine körperliche Verfassung ein bisschen achten darfst. Ja, komm mal ein bisschen zur Ruhe. Hier geht es darum, dass du wirklich ein Stück weit auf deinen Körper hörst. Und wenn dein Körper sagt, ich bin müde, ich möchte schlafen, dann tust du das einfach. Wenn du mal Wellness brauchst, dann machst du das einfach. Hier ist wirklich wichtig, sonst wäre die Karte nicht gekommen, dass du dich bitte nicht übernimmst. Das ist die erste Message, die ich dir hier mitgeben kann in der dritten Woche. Und die nächste ist halt auch die Familie. Ja, also hier geht es wirklich darum, um den Respekt, wie man mit der Familie umgeht, um einen respektvollen Umgang miteinander, um überhaupt die Kommunikation mit der Familie. Das ist für dich in der dritten Woche und das steht definitiv auch für den Krebs unheimlich wichtig. Ja, und das wird auch hier wieder Thema sein. Also die körperliche Selbstliebe, der Wellness Bereich für dich in dir und aber auch die Familie. Dann zusätzlich die Arbeit, die hier unter ein Dach gebracht werden kann. Also ich würde sagen, ja, Krebs, du hast den Kopf voll. Also tu gerne mal was für dich. Du darfst auch, und ich denke, das wirst du auch sein, einige von euch, wir haben den Teufel. Der Teufel steht für den Egoismus. Und ich denke auch, du bist hier auch ein Stück weit egoistisch und das ist auch völlig in Ordnung. Also wenn du zum Beispiel jetzt hier ein Krebs bist, der sehr viel arbeitet, dann darfst du auch so egoistisch sein und sagen, nee, ich kümmere mich jetzt einfach mal um mich. Ja, das ist hier ganz, ganz wichtig. Ansonsten solltest du dich von dritten Personen, die dir hier, ich sage jetzt mal, die Butter auf dem Brot nicht gönnen, von denen darfst du dich bitte fernhalten. Du wirst in der ersten Woche nicht wirklich gerne Entscheidungen treffen. Du hast den Wankelmut mit zwei der Münzen. Ja, dann bitte lieber noch mal eine Nacht drüber schlafen, bevor du hier eine Entscheidung triffst. Im Übrigen kann auch hier das körperliche oder die körperliche Wellness-Oase kann auch die Heilarbeit sein, die Energieübertragung sein. Auch das
könnte wichtig sein für dich, dass du deine Energiesysteme ein bisschen auflädst. Und wenn du dir da einfach ein paar Gedanken machst und dich nicht zu entscheiden kannst, kannst du dich natürlich gerne bei mir melden. Ja, aber wir haben hier eine Situation, da wirst du in Bezug auf eine Entscheidung, wirst du lieber noch mal eine Nacht drüber schlafen. Du wirst dich nicht entscheiden wollen. Vielleicht hat auch der Teufel was mit einem Familienmitglied zu tun, ja, wo du sagst, oh, nicht schon wieder. Ja, aber du bist definitiv in der Leichtigkeit und es geht auch hier voran. Du planst hier vielleicht auch sogar einen Neuanfang. Ja, aber Hauptmerk ist immer wieder, sagen sie mir, hier bei The Fool ist der Nah, die Leichtigkeit, die letztendlich kommt, wenn du dir die nötige Ruhe, die Auszeit gibst. Du bist jemand, der in der dritten Woche sehr fair sein wird, Entscheidungen treffen kann. Und das ist interessant, weil wir haben hier den Wankelmut, aber hier die Entscheidung. Also du wirst dir sicherlich vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung nicht so leicht machen, gerade wenn es um familienbezogene Themen geht und wenn es jemand hier ist aus der Familie oder du sagst, okay, du musst halt in die Annahme gehen, weil du hier eine gewisse Situation nicht verändern kannst. Sie ist halt einfach so, wie sie ist. Ja, ich werde jetzt diese zweite Reihe klären mit den Lennys und den Kipperkarten. Meine Lieben, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Wie gesagt, mit dem Tarot wissen wir jetzt ungefähr, um was es geht. Aber jetzt gehen wir in die Tiefe, meine Lieben, was dann noch in der dritten Woche bei dir Thema ist. Um den Teufel herum. Was gibt es da für Botschaften, für Informationen für die Krebse? Ja, das Gefühl, entweder du möchtest egoistisch sein oder es möchte jemand an dein Geld ran. Ja, eventuell hast du es hier mit einer älteren Person zu tun, mit einem guten Herrn, für den du hier Gefühle hegst, der guckt aus dem Geld raus. Ich denke, der ein Stück weit im Mangel vielleicht auch lebt. Vielleicht unterstützt du hier jemanden. Oder es kann auch eine ältere Person im Sinne von, muss nicht Vaterfigur sein, kann aber auch hier zum Beispiel ein Bruder sein. Ja, dass du hier zum Beispiel jemanden unterstützt und dann haben wir wieder hier die Familie. Also wir haben hier irgendwie, ich habe das Gefühl, wir haben hier so ein kleines Familiendesaster. Ja, wo du halt, du stehst relativ gut da. Du schaffst es auch immer wieder in die Leichtigkeit zu kommen, aber irgendwie wirst du immer wieder, ich will nicht sagen auf den Boden der Tatsachen gezogen, aber weißt du, lieber Krebs, du kriegst dein Leben in die Reihe. Also du lebst einfach, weißt du, was ich meine? Und es gibt hier jemanden in deinem Feld, der tut es halt nicht so. Und damit haben wir ein Thema. Es wäre für dich ganz, ganz wichtig, lieber Krebs, wenn du hier einfach mal eine Entscheidung treffen würdest, ja? Das ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Da gucken wir jetzt rein in Bezug auf was. Vielleicht möchtest du eine Reise machen oder du planst eine Reise. Du kannst dich nur noch nicht entscheiden, wohin es geht. Das könnte es auch sein. Wir haben jetzt auch Ferienzeit, gerade im August. Vielleicht machst du auch einen Kurztrip und sagst, du musst jetzt einfach mal raus, ob mit oder ohne Frau oder Mann oder Freundin oder Freund. Aber ich tendiere hier dazu, dass es gut wäre, dass du einfach mal dir einen Tapetenwechsel planst. Ja? Kann auch ein Kurzwochenende sein. Einfach mal raus aus der Normalität, aus diesem immerwährenden Funktionieren. Ja? Die Leichtigkeit. Die Leichtigkeit gibt dir Stärke und Kraft. Oder du hast es mit jemandem zu tun, mit einem Seelenpartner, der dir die Kraft gibt, in der Leichtigkeit auch zu bleiben. Der dir die nötige Stabilität und den Halt gibt. Das kann es auch sein. Aber auch in der Leichtigkeit zu sein, gibt dir die Kraft zurück, die Dinge, die du hier, die dich beschäftigen. Und hier haben wir ein finanzielles Thema. Ich denke, dass wenn du hier jemanden hast an deiner Seite, dann machst du dir immer Gedanken über vielleicht auch die Finanzen. Ja? Also das heißt, es könnte sein, dass du hier auf sehr großem Fuß lebst, ja, und dass du ein gewisses Mindset hast und sagst, es steht mir zu, ich will das so und so weiter und so fort. Und dass du immer ein Stück weit den Druck hast und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass dir das nicht einfach fällt, wenn du jemanden hast, dem es nicht so gut geht, dass du lernen darfst, dass du es verdient hast, dass es dir gut geht. Es ist dein Geburtsrecht, glücklich zu sein. Und du hast es verdient, dass es dir gut geht. Wenn es jemandem nicht gut geht aus der Familie oder Freundeskreis, dann ist es eine Entscheidung von dieser Person. Also ich denke, du darfst hier in der ersten Woche wirklich verstehen, dass du genügend tust und du dir gar keine Gedanken ums Geld machen müsstest,
nur weil es jemand anders nicht gut geht. Aber das ist typisch Herzebene, das ist typisch Krebs, ja. Und da bitte ich dich trotzdem, dass du dein Mindset hier nochmal überdenkst, okay? Das wird ein Thema sein in der dritten Woche. Ja, am besten einfach mal raus. Raus, Kurzurlaub mit deinem Partner oder auch alleine, einfach mal eine Reise machen und entscheide dich ruhig dafür. Es tut dir gut, wenn du immer arbeitest und immer viel tust. Vielleicht fährst du in so ein Wellness-Wochenende. Ja, kann ja sein. Ja, hier ist wichtig, dass du bitte in der vierten Woche, du bekommst Nachrichten aus dem Universum. Wir haben hier kurz vor Vollmond, das ist die vierte Woche. Das kann Bezug auf den letzten Portaltag, der fällt auf den 31.03., wo der Vollmond ist. Vielleicht solltest du da einfach mal ein bisschen den Fokus drauf richten in der vierten Woche, dass du eine nonverbale Kommunikation mit der lichtvollen geistigen Welt planst. Ja? Hier ist die Intuition und die Nachrichten sind hier gefragt. Also du wirst hier Botschaften erhalten, lieber Krebs. Ja? Das kann sehr, sehr wichtig sein, sonst wären sie hier nicht in dein Feld gekommen. Also hier bitte auch connecten. Eventuell kriegst du hier Unterstützung und Botschaften für dein Mindset, für deine Glaubenssätze, Gedankenmuster, für deinen Werdegang, ja? Okay, dann lass uns mal gucken. Also wer hier noch Termine haben möchte für die Vollmondzeit oder Neumondzeit, bitte melden, ja? So, wir haben hier 7 der Münzen. Ja, Thema Geld ist bei dir ganz groß. Also du machst dir immer Gedanken ums Geld. Wir haben hier Geld, wir haben da Geld, wir haben hier Geld. Also Geld ist bei dir, spielt bei dir eine große Rolle. Ja, Geld allein macht nicht glücklich, aber beruhigt ungemein. Und das ist hier bei dir ein Thema und du sagst, ich lebe. Also ich habe wieder mal hier einen Krebs, der sagt, ich lebe. Und ich habe hier auch in der vierten Woche ein Thema, wo du über deine Mindsets nachdenkst, über dein Glaubensmuster. Zum Beispiel, dass du schaust, okay, was habe ich zur Verfügung, was habe ich für Ausgaben. Geld ist bei dir absolut prä. Und du bist aber kein Krebs, egal ob Männlein oder Weiblein, der alles, ach, ich mache jetzt mal einfach so, ich lasse es mal auf mich zukommen. Nee. Du bist hier super strukturiert und super fokussiert auf die Dinge. Du versuchst immer alles zu verstehen, weil du dann eventuell gewisse Entscheidungen treffen könntest, die zu deinem höchsten Wohle wären. Wir haben hier auch mit 4 der Schwerter ein Thema, sich anzugucken, hier vielleicht auch im Bereich der Finanzen, wo du connecten tust, ja, wo du Botschaften erhältst. Kann auch sein, dass sie dir sagen, lebe bitte nicht auf zu großem Fuß, sondern halte mal dein Geld zusammen. Ja? Oder setz dich hin und mach einfach mal einen Monatsplan. Urlaub, Sprit, Versicherung, Lebensmittel, Klamotten. Ne, so, dass du einfach mehr Übersicht hast. Und du wirst dich auch in der vierten Woche, das ist sehr schön, wir haben ja hier das Thema auch Meditation, was ja hier in den nächsten 14 Tagen ein großes Thema ist. Du wirst dich hier auch vielleicht zum Meditieren zurückziehen. Vielleicht möchtest du auch gar nicht erreichbar sein. Und vielleicht möchtest du auch gar nicht großartig mit anderen Menschen connecten, weil du einfach mit dir selber beschäftigt bist. Ja, in Bezug auf das Optimieren deiner Finanzen zum Beispiel. Und hier haben wir wieder die Gerechtigkeit, die Entscheidung treffen, das gerechte Vorgehen. Also du machst dir da schon sehr Gedanken in Bezug auf Menschen, denen es halt im Moment nicht so gut geht oder wie du irgendwas optimieren kannst. Vielleicht möchtest du dir irgendwas anschaffen, vielleicht möchtest du irgendwas finanzieren. Wir gucken uns das jetzt mal an mit 7 der Münzen. Was haben wir hier? Du fühlst, Intuition haben wir hier auch nochmal. Hier kommt auch die Intuition durch das Connecten. Also du wirst, ich denke mal, das werden Botschaften werden in Bezug auf deine finanzielle Situation. Vielleicht hast du hier jemanden in deinem Feld, der dir noch Geld schuldet. Wir haben hier eine falsche Person und du weißt letztendlich intuitiv, weißt du, es muss nicht diese Person von der dritten Woche sein, es kann auch eine andere sein, ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dir noch jemand Geld schuldet oder es möchte jemand an dein Geld ran oder stellt sich nur gut zu dir,
damit du entsprechend stabil an der Seite dieser Person bleibst. Das kann auch ein Arbeitgeber-Freundschaftsverhältnis sein, das kann ein Bruder-Verhältnis sein, Geschwisterverhältnis, Bruder, Schwester, Schwester, Bruder, Schwester, Schwester. Also irgendeine Person in deinem Feld weiß, dass es dir einfach gut geht, aber irgendwie hat diese Person oder diese Personen, mit denen du es zu tun hast, also zumindest diese eine Person, die ist nicht ganz ehrlich zu dir, ja? Ja. Da bitte nochmal genauer hinschauen, lieber Krebs. So, wir haben die 4 der Schwerter. Das ist die Situation anschauen, daran arbeiten, fokussiert sein. Ja, das machst du auch wunderbar. Wenn du Ziele, Wünsche, Träume hast, dann bist du der Situation sehr treu und sagst, hey, ich gucke mir das Thema an. Du bist also hier nicht Vogelstrauß-Perspektive, denn du stellst auch an dich selber unheimliche Erwartungen. Ja? Und du bist dir auch selber mit deinen Erwartungen sehr treu. Also du bist hier so ein Macher. Ne? Egal, wie gesagt, ob Männlein oder Weiblein, aber du bist hier ein totaler Macher und du gehst dir die Themen an. Auch das Thema hier mit der Intuition, mit der Message in der 4. Woche, die auf dich zukommen wollen. Das können Träume sein, das können Visionen sein, das können Serien im Fernsehen sein oder Berichte oder Filme zu deinem Thema. Ganz oft haben wir Themen, gerade so in Bezug auf Krankheiten, wo wir etwas vielleicht verdrängen, aber wir müssen es verarbeiten und dann kommt genau dieses Thema. Und dann denkst du nur so, oh nee, am liebsten würde ich jetzt diesen Film ausschalten. Und dann kannst du aber gerade nicht, weil du dieses Thema angucken musst, unbewusst. Also du kannst dann gar nicht abschalten, sondern du ziehst dir das wirklich rein und sagst dann danach, oh gut, dass ich das gesehen habe und ich kann dankbar sein, dass ich noch lebe, so ungefähr. Ja, also so kommen aus verschiedenen Richtungen kommen einfach die Botschaften. Auch das kann damit gemeint sein. Wir haben hier die 4 der Münzen. Das ist der Rückzug, das nicht reden wollen, meditative Haltung oder ablehnende Haltung. Nein, ich soll die nicht nehmen. Okay. Entschuldigt bitte für das Husten, aber ich hatte da irgendwie einen Fussel im Hals. Ja, ich werde auch schon alt. Ich fange an zu stauben von innen. Ich staube. So, meine Lieben. Oh, okay. Hier bist du, ja, also im Lenormand bist du, egal ob Männer oder Weiblein, immer die weibliche Person. Du bist genau die Person, die sich hier nämlich zurückzieht. Wunderbar. Ja, Auszeit, ne? Hier guckt mal Wellness, ne? Aus der 3. Woche. Du bist zwar ein Familienmensch und du bist gerne mit Menschen zusammen, aber du wirst in der 4. Woche das reduzieren. Du wirst in der 4. Woche wirst du die Entscheidung treffen, dass du dich hier von all dem reduzieren wirst. Hier ist nochmal die doppelte Bestätigung, ja. Du wirst hier etwas reduzieren. Du triffst die Entscheidung, vielleicht im Minimalismus der Kommunikation zu leben. Auch hier wieder, 4 der Münzen ist das gleiche wie die Maus. Also auch wieder beides Karten der Reduktion. Energien, die sehr für die Innenschau oder die Innenschau darstellen, das Reduzieren darstellen. Und du bist gerne mit Leuten zusammen, die genauso auf deinem Level sind wie du auch, aber du wirst es reduzieren. Ja, du beschäftigst dich in der 4. Woche mit dir selber. Das ist sehr, sehr schön. Und du wirst hier dieses Thema in Bezug auf die Familie, auf diese 2 Menschen, die hier um dich rum sind, die im Mangel sind. Es sind 2 männliche Menschen oder es sind Menschen in männlicher Energie. Ne? Also es können dann natürlich auch Frauen sein, aber ich glaube eher, du hast es hier mit 2 Männern zu tun. 2 männlichen Personen, die im Mangel sind. Ja, guck mal, wir haben den Erzengel der Verkündung, Erzengel Gabriel. Mit deiner Hilfe gelange ich zu Klarheit. Und das ist genau das, was du in der 4. Woche auch brauchst. Du brauchst die Klarheit. 45 Quersumme 9 heißt letztendlich, du möchtest etwas beenden. Also irgendwo musst du eine Entscheidung letztendlich treffen, lieber Krebs.
hast auch diesen Impuls, dass du diese Entscheidung treffen möchtest und die wirst du auch treffen. Ich soll mal auf die Rückseite gucken, sagen sie. Schauen wir mal. Ja, hier, Engel für Liebe und Beziehungen. Ich lasse Liebe in meine Beziehungen fließen. Die Beziehung kann in verschiedener Art und Weise sein. Ich lege es mal jetzt genau hier hin, weil das passt genau zu dieser Reihe. Ja, Anfang der dritten und der vierten Woche hast du einfach ein Thema, wo du in Beziehung eines älteren Herrn, wie gesagt, kann Vater, Onkel, wie auch immer sein und oder halt Oma, Mutter, was auch immer. Und hier unten die falsche Person, Bruder, Freund, ne, wo du ein finanzielles Thema mit dieser Person hast. Da bitte Liebe reinfließen lassen, die Beziehung an sich überprüfen und du wirst dich damit unheimlich beschäftigen in der vierten Woche und ziehst dich dadurch zurück. Ja, und vielleicht möchtest du auch erstmal gar keine Entscheidung treffen. Ja, oder du triffst die Entscheidung der Reduktion, das kann es auch sein. Aber wenn du hier keine Entscheidung treffen möchtest, ja, das kann es auch sein, dann ist halt einfach, das ist dein Sein. Ne? Das ist, du bist gut so, wie du bist, das ist auch schön so, aber du wirst halt hier reduziert handeln. Du machst es nicht mehr jedem recht, so ungefähr. Ne? So kann man das auch sagen. Also ich würde sagen, lieber Krebs, ja, tu dir was Gutes in den nächsten 14 Tagen. Du hast es verdient. Überleg, ob du da mal in Bezug auf Neumond, Vollmond-Ritual was machen möchtest. Ich freue mich, wenn du dich meldest. Diese Plätze haben wir noch, aber sie sind halt relativ schnell weg, weil sie begrenzt sind. Also wenn du das Video siehst, mach dir gerne Gedanken und genau, und melde dich einfach. Ne? Und ansonsten, wenn du dich nicht meldest, wünsche ich dir trotzdem einen wundervollen August. Ganz viel Licht und Liebe. Mach's gut. Danke für dein Abo.